Hi, ich bin Anne. Ich mache bei Skylotech Sport das Brandmanagement und heute möchte ich euch kurz unseren neuen Resistor-Karabiner vorstellen und euch zeigen, wie wir den bei uns im Labor prüfen. Der Resistor ist ein Klettersteigkarabiner, der ist von seiner Ergonomie her super einfach zu bedienen, hat eine sehr große Öffnungsweite, das heißt, das Umhängen im Klettersteig ist super easy zu bewältigen. Wie der Name schon sagt, ist der Resistor dafür gemacht worden, um den Anforderungen beim Klettersteiggehen zu widerstehen. Überall dort, wo es im Klettersteig drauf ankommt, haben wir eben eine Sicherheitsreserve mitgegeben. Wenn man vom Thema Abnutzung herkommt, dann ist die am meisten abgenutzte Stelle bei einem Karabiner im Scheitel. Das ist die Stelle, wo der Karabiner im Klettersteig auf dem Drahtseil läuft und der meiste Abrieb passiert und dann wird Material abgetragen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie das bei einem Karabiner aussehen kann. Man sieht hier im Scheitel von dem Karabiner, der wurde jetzt beim Sportklettern benutzt und der Abrieb hier ist durch das Seil passiert. Aber man kann klar erkennen, dass hier Material abgetragen wurde und dort, wo Material abgetragen wird, kann Festigkeitsverlust stattfinden und es kann zur Scharfkantenbildung führen. Beim Resistor haben wir genau an dieser neuralgischen Stelle ein Stahlinlet eingebracht und das heißt, diese Stelle wird vor Abrieb geschützt und die Lebensdauer von dem Karabiner wird deutlich verlängert. Ein Karabiner hat seine größte Festigkeit, wenn er in geschlossenem Zustand auf der Hauptachse belastet wird. Das kann man eigentlich relativ leicht erkennen, allein schon bei der Markierung von einem Karabiner. Wenn ihr das nächste Mal einen Karabiner in der Hand habt oder euch einen kaufen möchtet, dann kann man bei der Markierung, da sind immer so drei Zahlen und Pfeile drauf, da kann man im Prinzip schon die Festigkeiten von einem Karabiner erkennen. Die erste Zahl ist immer die Festigkeit der Hauptachse. Das ist hier im Fall vom Resistor sind es 28 kN. kN ist eine Kraft. Man kann das ungefähr in Kilogramm umrechnen, also sind das ungefähr 2800 Kilogramm, die man da dranhängen kann statisch. Die zweite Zahl ist immer die Belastung auf der Nebenachse, das heißt, wenn der Karabiner in diese Richtung belastet wird, das sind im Resistor 10 kN. Die dritte Zahl ist die Belastung der Hauptachse mit offenem Verschluss. Sind beim Resistor auch 10 kN. Das heißt, Hauptachse ist die stärkste Achse. Wir möchten von der Entwicklung her, dass natürlich die Last auf diese Hauptachse kommt. Deswegen hat der Resistor so eine asymmetrische Form und dadurch zwingen wir ihn quasi, wenn er belastet wird, in die Hauptachse zu wandern. Wie wir eine Hauptachse prüfen, das zeigen wir euch jetzt im Labor. Beim Klettersteiggehen kann es vorkommen, dass der Karabiner in einem ungünstigen Fall über eine Kante belastet wird. Das kann passieren, wenn man auf eine Zwischenverankerung stürzt und der Karabiner so aufkommt. Aktuell bildet die normale Klettersteigkarabinernorm, also die EN12275 für Typ K-Karabiner, hat zurzeit keinen Biegetest integriert, aber es gibt eine zusätzliche Prüfung von der UIAA. Die schreibt vor, dass der Karabiner über eine Kante gebogen wird und mindestens 8 kN halten muss. Wie wir den Resistor prüfen bei uns im Labor, das zeigen wir euch jetzt. Tja, so sehen die Karabiner aus, nachdem sie bei uns im Prüflabor waren. Ich glaube, der Resistor macht seinem Namen alle Ehre. Der hält nämlich ganz schön was aus. So, ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video, ihr habt vielleicht ein bisschen was gelernt. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Klettersteiggehen. Passt auf euch auf.